Hallo mein Lieben, willkommen zu meinem neuen Video. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie ein Schmandkuchen mit russisch Brot geht. Dazu braucht ihr diese Kekse, die nennen sich russisch Brot. Tut die Kekse in eine Tüte, macht sie schön zu, nehmt dann einen Fleischhammer oder ihr nehmt einen Teigroller und dann haut ihr die Kekse schön klein. Das Ganze stellt ihr jetzt erstmal beiseite. Jetzt bereiten wir unseren Teig zu. Dazu braucht ihr Zucker, Vanillezucker, Öl, Eier und Milch. Das Ganze verrührt ihr jetzt. Jetzt rührt ihr noch Mehl und Backpulver unter. Und zum Schluss kommt noch unser russisches Brot dazu. Damit haben wir den Teig dann fertig. Nun nehmt ihr euch eine Springform, die ihr mit Backpapier auslegt und dann braucht ihr den Teig nur noch darin zu verteilen. Dann backt ihr den Kuchen bei 180 Grad 25 Minuten. Nach dem Backen lasst ihr den Kuchen kurz abkühlen und stürzt ihn dann auf eine Kuchenplatte. Und so sieht unser fertiger Kuchenboden dann aus. Als nächstes bereiten wir unsere Schmandcreme zu. Dazu brauchen wir Schmand und Kondensmilch. Das Ganze verrühren wir jetzt. Zum Süßen rührt ihr dann noch Zucker unter. Jetzt braucht ihr die Creme nur noch auf dem Boden zu verteilen. Da die Creme jetzt noch sehr flüssig ist oder sehr dünn ist, macht ihr am besten einen Backrahmen drum, damit das nicht runterläuft. Und das Ganze stellt ihr jetzt erstmal in den Kühlschrank zum Festwerden. So nach 2 Stunden Kühlzeit ist jetzt mein Kuchen fest und jetzt wollen wir ihn noch mit Kakaopulver verzieren. Dazu habe ich jetzt hier so eine Schablone, die lege ich oben drauf und dann bestäube ich das Ganze mit Kakaopulver. Falls ihr nicht so eine Schablone habt, könnt ihr den Kuchen auch so mit Kakaopulver verzieren. So, dann nehme ich die Schablone wieder ab und dann habt ihr eure Torte verziert und somit seid ihr dann fertig. So, meine Lieben, das war mein Schmandkuchen mit russisch Brot. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.